weiter geht's mit dem Minecraft Diamant 2 Let's Play. Teil 2 ist das jetzt schon. Ich wollte jetzt hier auch schon mal planen, dass hier eine Glasfassade hinkommt. Würde ich hier die Lava. Und die Lava hier schön sehen kann. Soll hier so Glas hin. Ah, verbrennt jetzt alles hier. Glas kommt dann zum Beispiel so hin, dass man hier die Lava sieht. Zack, die Lava verbrennt hier alles. Das ist auch was hier. Ja, wollte ich mich jetzt auch niederlassen und hier direkt einen Lavasee. Direkt mal einen See aus Lava. Da habe ich die Mine runtergegraben, deswegen muss ich hier am Lavasee vorbei. Das Glas hier weiter braten lassen. Das kommt dann zum Beispiel. Hier hin. Das dauert doch ein bisschen hier. Man soll das natürlich hier sehen, das soll hier ein bisschen übereinander passen. Der kann auch weg. Hier muss auch Glas hin. Und dann hier so die Abgrenzung. Ein Block verschieben hier. Und dann, ich wollte ja noch was da oben was machen. Wenn das Glas dann noch im Verarbeiten ist. Ah, ich muss ja noch eine Schaufel machen. Eine Schaufel, die man hier ein bisschen so aus Eisen jetzt. Eine Eisenschaufel. Diese Eisenschaufel, damit ich da hochgraben kann und das habe ich ja hier so als bearbeitet hoch hochgraben. Eisen ist ja schon relativ gut. Wir wissen nur, Diamant ist besser, aber Gold gerät ja noch schneller weg, aber die verschleißen viel zu schnell für einen. Und hier so eine ebene Fläche herstellen. Und jetzt diesen Baum nochmal abholzen. Bevor ich wirklich zu den Diamanten komme. Wahrscheinlich werde ich nicht vor Minute 10 dieses Partes bei den Diamanten ankommen. Das hier soll schon mal die Nahrungsfarmgrundlage werden. Wo ich mir ganz viele Brote herfahren kann. 10 Seeds habe ich ja schon. 11 jetzt. Das muss einfach eine 9x9 große Fläche sein. Dann mache ich mir jetzt schon mal frei, diese 9x9 Fläche. Braucht aber auch eine Zeit zu setzen, eine Eisenschaufel dafür alles abzugraben. Den Baum muss ich auch noch abholzen. Und ist natürlich ein Angriff in die Landschaft. Ist natürlich auch wirklich schön aussehen hier. Sag mal hier. Und hier ist die Mitte und dann kommt jeder einmal mit Wasser rein. Da hole ich mir immer die Nahrung her. Ich habe mir da noch einmal Wasser geholt. Und deswegen habe ich auch schon die Hacke. 1, 2, 3, 4. Jetzt geht er bis hier. Mal den Außenkreis ziehen. Die
er durch ihn auch forsten. 1, 2, 3, 4 ist hier. Ich bringe auch direkt Sieg drauf. Wir müssen uns schon noch ein bisschen erhöhen, die Fläche. Jetzt hier 1, 2, 3, 4 ist hier, ja. Jetzt graben wir das mal nach innen hin. Wer sich fragt, warum das hier Diamant heißt, wird sich bestimmt jemand fragen, wie das ist. Weil ich ja noch keine Diamanten gesehen habe in dem Let's Play hier. Muss hier einfach mal ein paar Seeds senden. Ich krieg schon mal eine Seed Farm. Grab ich auch nochmal weg. Kann ich mir die gleiche Farm eigentlich auch auf der anderen Seite auch nochmal machen. Auch natürlich die manuelle Weise erstmal die Schaufel auch schon wieder bald kaputt. Das Bein ist auch schon ganz rot. Jetzt ist der Durability jetzt schon auf 9 gesunken. Raucht aber ordentlich. Weil sie erstmal die Nahrungsversorgung gewährleistet haben. 8 Blöcke habe ich noch. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Das reicht nicht. Ich brauche noch mehr Kohle. Ich will noch ein bisschen mehr Holz holen auch. Deshalb möchte ich mir erstmal noch ein bisschen mehr Holzkohle herstellen und mit der Axt hier hole ich noch ein bisschen das Holz, was ich dadurch umarbeite in Holzkohle, in Holz zurückholen. Das habe ich jetzt alles mit der Schaufel hier noch bearbeitet. Hier könnte ich das aus, würde ich sagen, technischen Gründen ein bisschen weiter hier hin verlegen. Weil der Berg so gebaut ist. Und dass man einfach mal ein bisschen Zeit vertreibt hier. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, vor Minute 10. Ich habe schon bei Minute 8:33 bin jetzt. Und jetzt erstmal hier ohne Schaufel weitermachen. Was ich hier gerade auch höre, übrigens ist eine Uhr, die bei 15 Uhr immer so dieses Gepiepe macht. Jetzt ist die Fläche hier geebnet. Ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr Ebene hier. Sachen, die ich nicht brauche, kann ich einfach in die Lavasee schmeißen. So, jetzt habe ich eine zweite Fläche hergestellt. Und ich hier schon mal später die zweite Farm, also zweite Nahrungsfarm herstellen kann. Jetzt ist die Holzkohle, die ist noch nicht fertig.
Aber ich kann auch nicht schlafen. Das kann ich vorher nicht gebrauchen. Das brauche ich gerade nicht. Kaktus brauche ich nicht. Dann brauche ich noch. Erde brauche ich nicht so viel. Ah, so viel Erde. Die Koppel brauche ich auch nicht. Blumen brauche ich nicht. Zuckerrohr brauche ich nicht. Diorit brauche ich nicht. Andesit brauche ich nicht. Ganzen Holzkohle, warte mal, bis die letzten aufgebrannt sind. Akazienholz, brauche ich natürlich noch alles. Aber erstmal stelle ich mir so Holzkohle her. Und den Eimer brauche ich auch gerade nicht. Die Türen brauche ich nicht. Den Koppel brauche ich auch nicht. Muss nur warten, dass ich hier noch den Rest hier noch mit Glas zumachen kann hier. Und hier kommt vielleicht wieder ein normales oder Cobblestone kommt hier oben drüber. Ich hier oben drüber einfach mal Cobblestone packen. Da ist noch eine Sieg gewesen. Aber jetzt bin ich dann fertig hier. Etwas schlafen und dann kann ich nämlich runtergehen und zu den Diamanten graben. Ich grab mich ja hier unten zu den Diamanten hin. Ich bin jetzt so weit gekommen. Ich bin jetzt bei Höhe 51 immer noch. Bin also noch relativ weit oben. Fackeln brauche ich natürlich auch. Hier ist wieder ein bisschen Andesit. Oder könnte ich auch mal die Sprache auf Englisch stellen? Und natürlich hier auch Erde wegmachen. Blitzt das manchmal durch, dass man da irgendwie Lava sehen und so sieht. PC-Rauschen hört man eigentlich kaum im Video. Wenn ich das aufnehme, dann merke ich das eigentlich kaum in den Aufnahmen. Da sind die ja qualitativ relativ gut. Ich spiele ja nicht im Vollbildmodus, aber ihr seht, als würde ich im Vollbildmodus spielen. Als das Aufnahmeprogramm, was ich hatte, das kann Minecraft zumindest nicht im Vollbild aufzeichnen. Da wird nämlich hier und wie beim Part 14 vom normalen Let's Play. Ich sende nämlich, da fehlt nämlich das Bildmaterial. Ich glaube, den würde ich auch hier vielleicht verlinken. Oh, was ist das denn da? Eine Höhle. Eine Höhle. Oh, Dungeon. Eisen, Diamant, Redstone. Oh, hier sind die ganzen Diamanten. Aber erstmal hole ich wieder das Eisen ab. Brauchen wir schon Monster? Brauchen noch keine. Nur ein Eisenerz. Da liegt ein Diamant und... Diamanten. Ganz viel Diamant hier. Boah. Sag mal, bis ich auf Level 10 komme. Ah, ein Schwert habe ich ja auch. Also bis Level 10 gerade hier. Jetzt habe ich Level 10. Mit Schwert bewaffnet kann ich da hingehen.
Es ist anscheinend. Also die Zombie-Dungeon nur. Mehr nicht. Monsterjäger, so viele Erfolge im Moment. Da sieht ihr, so viele Erfolge habe ich alle erzielt. Nehmen wir Part 2 jetzt direkt im Anschluss zu Part 1 auf. Hier geht es wieder runter. Eisen und wieder so viel Diamant. Deswegen heißt es auch wirklich Minecraft. Minecraft Diamant. Da ist ein Skelett. Ist mir hier alles relativ sicher hier. Oh. Hier ist alles voll mit Diamant. Sieht aber auch aus, hier alles voll mit Diamant. Redstone nehme ich auch mit. Hier ist alles voll mit Diamant. Lapis Lazuli auch. Mit Zombies. Da muss das mal lauter stellen hier. Das klingt nach einem Slime. Für einen kleinen Slime. Enderman, ist hier alles los. Hier ist noch ein Dungeon. Wieder ein Zombie-Dungeon. Ah, nur zwei Fackeln. Wir welche herstellen hier. Hier ist Sinnvolles drin. Ach, Schallplatten brauche ich sowieso nicht. Hier das Inventar ist immer so schnell dadurch voll. Immer diese Pferderüstungen. Ich frag mich, wo die Zocken. Wo die Slime-Geräusche herkommen, frage ich mich. Nein, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr, aber ich habe ja noch einen Crafting-Box herstellen. Crafting-Box, und dann brauche ich natürlich jetzt mal wieder Sticks. Und dann eine Spitzhacke aus Diamant. Ich höre das hier nicht mehr. Und hier, wo kommen die her? Hier wird das Zombie-Geräusch lauter. Scheint es eher in der Richtung zu kommen.
Ja. Inventar schon voll. Hat die Diamanten ja gar nicht mehr aufgenommen. Ist ja hier. War ja hier unterwegs. Also Eisenerz habe ich jetzt locker. Also Eisenerz kann ich noch aufnehmen. Diamanten kann ich jetzt auch noch bis 64 voll machen. Da ist noch mehr Eisen. Kannst du über Eisenvorkommen nehmen. Ganz viel Eisen hier. Aber Eisenvorkommen habe ich nicht auf extrem hoch gestellt. Lieber noch der erste Zombie danken. Boah, so viel Sattel und so. Da sind ganz viele Sättel drinne. Aber wofür braucht man die? Glaube, die braucht man, um wenn Schweine fliegen, muss man dafür erzeugen. Damit man das, dieses Achievement bekommt. Wenn Schweine fliegen. Originalsprache, wenn Pigs fly. Wo geht's denn hier lang? Das war da auf der anderen Seite des Dungeons, oder wie war das? Ich wollte hier eine Truhe sehen, aber wo geht's denn jetzt im Haus? Da geht's hoch. Bin nämlich schon wieder bei 21 Minuten, deswegen werde ich jetzt mal, wenn ich oben angekommen, den Part beenden. Da hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit einem Like, also Daumen nach oben. Ein Teilen würde auch nicht schlecht sein, weil kommen auch ein paar mehr Aufrufe auf Video. Und ein Abonnieren würde auch nicht schlecht sein, ganz gut sogar. Dann kriege ich nämlich sowieso mehr Abonnenten, je mehr, desto besser. Bis dann und ciao.